Es nähert sich dem Ende. Tag Nummer 6 des großen Weihnachts-Gaming-Specials 2015 hier auf gregs-rpgheaven.de ist angesagt. 7 Spiele an 7 Tagen, die es sich total lohnen, an Weihnachten gezockt zu werden, werden behandelt. Und ganz schnell, 2 Spiele haben wir noch über. In den letzten 5 Tagen gab es zu sehen Paper Mario, dann Garou Mark of the Wolves, Quackshot, Tag Nummer 4 gehörte Maniac Mansion und Tag Nummer 5 war für Phantasy Star 4, Rollenspiel-Action auf dem Mega Drive gesichert. Ja, 2 Sachen haben wir hier noch über und ich würde sagen, für Tag 6 widmen wir uns dem kleineren Paket und ihr merkt vielleicht dadurch, dass es so klein ist. Es ist eines der Spiele, für die ich keine Verpackung mehr habe, aber das soll uns nicht grämen, denn auch so sollte man erkennen, welches Spiel damit gemeint ist, denn heute wollen wir sprechen über WCW NWO Revenge Wrestling Action auf dem N64. Wer das nicht kennt, achtet mal auf. Für viele Fans war die spannendste und interessanteste Zeit im professionellen Wrestling Ende der 90er, denn da befand sich die WWF damals in der sogenannten Attitude-Ära. The Rock, Stone Cold, Mick Foley, Triple H befanden sich in einigen der heißesten Fäden überhaupt und auf der anderen Seite in der Konkurrenzliga schwelte an der Spitze der Kampf zwischen der WCW und den Invasoren der NWO. Und nicht nur im Wrestling selbst ging es heiß her, sondern auch bei den Wrestling-Videospielen. Die Ära hat nämlich auch eines meiner absoluten Lieblings-Wrestling Games hervorgebracht, WCW NWO Revenge. The following announcement has been paid for by the New World Order. Revenge war das insgesamt 2. Wrestling-Spiel der japanischen Entwicklerschmiede Aki, die bereits mit WCW vs. NWO World Tour auf dem N64 ein passables Debütstück abgeliefert haben, das aber noch an einigen Problemchen in Sachen Steuerung und Animation krankte. Die wurden natürlich mit dem Sequel alle perfektioniert und ausgemerzt. Wer die WCW zu der damaligen Zeit verfolgt hat, der weiß nicht nur, viele neue Wrestler hatten gerade damals ihr Debüt gegeben, gerade die Cruiserweight-Abteilung mit eher technisch versierten Wrestlern, Marke Dean Malenko, Chris Jericho, Rey Mysterio, Eddie Guerrero waren da ganz vorne dran, sondern auch sehr viele große WWF-Stars aus den 80ern und Anfang der 90er, Marke Hulk Hogan, Roddy Piper und Macho Man hatten es in die WCW geschafft und dementsprechend gab es nicht nur im eigentlichen Wrestling eine relativ große und bunte Mischung, was den Roster angeht, das spiegelt sich auch bei Revenge wieder, denn mit über 60 Wrestlern aus aller Couleur plus noch ein paar Erfundene, die hinzukommen, die bestimmte japanische Wrestler darstellen, zu denen man nicht die Lizenz hatte, aber die man dennoch einbauen wollte, das hat einem eine sehr große Varianz gegeben, je nachdem mit welchem Wrestler man spielen will und nicht nur die waren vorhanden, die man von Anfang an auswählen konnte, sondern es gab noch diverse Stars freizuspielen, wenn man den Singleplayer-Modus in Sachen Karriere angefangen hat. Da gab es zwar keine klassische Story mit Cutscenes und so weiter, sondern man musste sich einen Gürtel aussuchen, für den man dann etliche Kämpfe bestritten hat und wenn man den Champion am Ende besiegt, wird er freigeschaltet und man kann mit dem auch in den Kampf ziehen. Was mir als Wrestling-Fan ganz besonders gefiel, ist die Liebe zum Detail und vor allem auch dem Respekt der Vorlage gegenüber, den Revenge an den Tag gelegt hat. Obwohl mit Aki ja japanische Entwickler hinter dem Spiel standen, waren da auch richtige WCW-Fans mit dabei, die akkurat den Charakter und die kleinen Ticks und Eigenheiten jeder Figur, jedes Wrestler im Spiel eingefangen haben und man erkennt sie trotz der etwas grobschlächtigeren Grafik, die vor allem in Sachen Gesichtstextur nicht ganz so perfekt ist. Goldberg zum Beispiel sieht aus wie ein grummeliger Haufen Matsch. Der Rest ist auf jeden Fall passabler. Man erkennt sie wieder und das war eben ganz cool, dass wenn man sich mit der Vorlage auskannte, dann auch genau wusste, okay, der Wrestler kann das, den nehme ich lieber für das. Oh, und mit dem sollte ich lieber das gar nicht erst versuchen. Verglichen mit heutigen Wrestling-Games legt Revenge ein etwas gemächlicheres Tempo an den Tag. Die Bewegungen sind ein klein wenig langsamer und methodischer, aber dafür umso präziser als vieles, was heutzutage im digitalen Wrestling-Ring abgeht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich genau meine Figuren steuern kann, wo ich sie hinsteuern will, dass Griffe vernünftig ausgeführt werden, die vernünftig mit der Kamera eingefangen werden. Das System ist relativ easy zu verstehen und keine Minigame-Schwachsinn-Scheiße, die man sonst von heutigen Sachen kennt, ist mit dabei.
dabei. Man hat eine Leiste, die je nach Moves dann aufgebaut wird, und wenn sie anfängt zu blinken, man genug Schaden seinem Gegner zugefügt hat, kann man seinen Special Move ausführen und ja, dann die Gelegenheit nutzen für einen Tap-Out, für einen Pin oder je nachdem, wie man das Match beenden kann. Alles klar, alles simpel, aber funktioniert richtig, richtig gut. Darüber hinaus hatte man durch die vier Controller-Ports des N64 die Möglichkeit, auch zu viert gleichzeitig zu spielen, was wir damals relativ häufig gemacht haben. Also man hatte immer stets den Überblick, wenn selbst vier Leute gleichzeitig im Ring gewesen sind und gegenseitig gekämpft haben. Und auch wenn man im Singleplayer schon alleine viel Spaß haben konnte, war gerade der Multiplayer ein richtiger, richtiger Brecher. Ansonsten, wie schon gesagt, storymäßig ist da eigentlich nichts wirklich vorhanden. Man hat einige Matches und verschiedene Arten, die man auswählen kann. Darunter vielleicht am spannendsten die große Battle Royale, die quasi dem Royal Rumble entspricht, wo bis zu 40 Leute nacheinander reinkommen können und um den Sieg kämpfen. Aber das hat es auch nicht wirklich gebraucht. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Cutscenes und andere Sachen vermisst, weil man einfach so viel im Spiel anstellen konnte mit dem grundlegenden Gameplay. Und das ist es meines Erachtens nach, was in vielen Spielen Spielen nicht mehr wirklich so richtig eingefangen wurde. Aki hat ja, nachdem sie WCW NWO Revenge gemacht haben, über THQ die Lizenz der WWF bekommen und zwei WWF-Spiele im gleichen Stil gemacht mit WrestleMania 2000 und WWF No Mercy. Die mögen rein objektiv gesehen vielleicht einen Tacken besser sein, weil die auch dann weiterentwickelt wurden, aber ich habe so nicht richtig den Zugang zu denen gefunden. Ich habe sie auch gehabt, ich habe sie auch gespielt, aber damals hat einfach die Mischung von den Figuren, von der Spielbarkeit bei Revenge für mich ein bisschen besser funktioniert und heute finde ich mich eher wieder zu Revenge zu greifen, als denn zu den späteren WWF-Spielen, einfach weil dort alles richtig gestimmt hat. Wer WCW NWO Revenge heute spielen will, der ist auf die originale N64-Fassung angewiesen. Es gab keinerlei Ports, Umsetzungen oder Download-Fassungen für Services wie die Virtual Console. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Lizenzen ja heutzutage eher schwierig nochmal zu vergeben wären. Das ist aber auch halb so wild, denn das Modul ist eines der häufigsten, die für das N64 produziert wurden. Gerade in den USA war es ein sehr, sehr großer Erfolg und dementsprechend sollte man bei den üblichen Versandhändlern nicht mehr als so knapp 10 Euro dafür ausgeben müssen. Also, wenn ihr noch ein N64 habt und hoffentlich auch genügend Controller, die funktionieren, in petto sind, dann greift es euch, spielt es und wenn ihr keine Wrestling-Fans seid, vielleicht werdet ihr es damit.